Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie wirken die Sternen und Sternbilder für den heutigen Tag am 14. August 2017? Die alten arabischen Astrologen bezeichnen den heutigen Tag, und es ist nichts anderes, was die berücksichtigt haben, als die Mondbewegung, die zwei Zeichen. Was haben die gemeint mit diesem zwei Zeichen? Natürlich die Sterne, das sind zwei Sterne. Die eine heißt Charatan, die andere heißt Mesartim. Und das ist schon der Übergang zwischen Tierkreiszeichen Widder auf Tierkreiszeichen Stier, weil genau in diesem Bereich bewegt sich der Mond. Und diese beiden Zeichen oder diese beiden Sternen bedeuten damals den Frühlingsanfang und für unser Leben bedeutet auch ein Neuanfang. Und wir sollen etwas Neues starten. Aber bevor wir Neues starten, sollen wir berücksichtigen, dass es eine abnehmende Mondphase ist. Also die Zeit auch nutzen, von etwas verabschieden, was bei diesem Neuanfang stört. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Diese Bewegung erleben die Stiergeborenen. Und nicht nur diese Bewegung, sondern, oder Neuanfang, sondern die Stiergeborenen haben gerade Glück. In welchem Lebensbereich haben die Tierkreiszeichen Stiergeborenen Glück? Das erzähle ich in meiner täglichen Glücksenergie. Also hier ist die Bewegung und bei vielen Stiergeborenen bedeutet das ein Neuanfang. Aber wie ich schon sagte, bevor man die ersten Schritte macht, sollte man noch etwas überprüfen und von etwas noch verabschieden. Manchmal sind das unsere eigenen Gefühle wie Angst und davon sollen wir schnell möglichst verabschieden. Bei Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema gerade die berufliche Situation, weil das sind die Chancen für einen Aufstieg, Chancen für einen beruflichen Neuanfang. Aber berücksichtigen wir die rückläufige Merkur. Das kann bedeuten, dass wir sollen noch ein bisschen zurückhaltend sein. Mit der Sprache zum Beispiel. Muss nicht jeder wissen, was wir vorhaben. Kann auch ein Vertrag bedeuten, dass wir diesen Vertrag noch nicht unterschreiben sollen. Aber Rückläufigkeit bedeutet noch etwas. Vergangenheit. Und es kann auch Kontakte sein von Vergangenheit, was unterstützend sein kann bei den Stiergeborenen. Also das ist die Bewegung, das ist die Themen, Berufung und dieser Wechsel, diese Veränderung. Und auf die Kontakte achten. Ist es etwas, das wir schweigen sollen oder jemand von Vergangenheit, was auch ein Vorteil sein kann, dass dort sollen die Stiergeborenen, aber auch die Jungfraugeborenen ein bisschen abwiegen. Bei Stiergeborenen ist aber auch die Liebe wichtig und da haben die Stiergeborenen auch gute Chancen gerade. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch ein beruflicher Aufstieg. In den kommenden Tagen kommt auch mehr Bewegung und mehr Klarheit, Orientierung, ein bisschen Geduld noch. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Und die Krebsgeborenen haben gerade Glück, auch eine innere Ruhe, Ausgeglichenheit. Und die Krebsgeborenen haben gerade auch Glück mit Autos oder eine kleine Reise, kleinere Bewegungen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig die Klarheit, die Orientierung, auch die inneren Kraft. Heute sind Spannungen da. Ein bisschen Geduld noch, bis sich das verbessert und momentan sollen die Löwengeborenen eher zurückhaltend sein. Aber sie sollen etwas anschauen und das sind ihre Wünsche, Sehnsüchte, ihre Ziele. Und das mal vorbereiten, wie bringen sie das in Ordnung? Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtiges Thema Ich. Ich entscheide.
ich sage, ich tue, ich bin's. Aber wichtig ist, wie verändern Sie gerade das Selbstbild? Neue Frisur oder eine neue Kleider? Wie ist das Auftreten? Weil die Jungfraugeborenen brauchen gerade ein selbstbewusstes Auftreten. Und heute kommen Einflüsse von außen und das ist sehr schön und beruhigend, auch in die Liebe, Partnerschaft, aber auch beruflich. Was die Sprache betrifft, entweder ist etwas noch zurückhaltend und die Jungfraugeborenen warten etwas und das kommt noch nicht. Kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen schweigen sollen und die Sprache etwas zurückhalten. Aber ein rückläufiger Merkur bedeutet auch Vergangenheit, also kann auch eine gute Nachricht sein von jemand von Vergangenheit. Bei tierkreiszeichnenden Wagengeborenen ist wichtig die Werte. Auch die Preise, das Geld auch, auch das eigene Selbstwertgefühl. Und das eigene Selbstwertgefühl hängt energetisch Hand in Hand zusammen mit Geld. Und das sollen die Wagengeborenen achten. Heute eine gewisse Unsicherheit spürbar. Aber in den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung und auch mehr Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist wichtige Thema Sicherheit, Stabilität. Und heute sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten, Gefühlen wahrnehmen und nach Gefühl handeln. Und auch wichtig ein Entgegenkommen, das heißt Gefühle zeigen und Kontakte, Verbindungen suchen. Bei Tierkreiszeichen Schützen geborenen ist wichtig, die Wünsche, Sehnsüchte und Träume und das mal ernst zu nehmen. Und es kommt gerade in Form, weil da kommt Möglichkeiten, Chancen, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Die Schützengeborenen fühlen sich aber noch unsicher, die vertrauen das noch nicht ganz. Damit diese Leichtigkeit kommt, brauchen die Schützengeborenen Punkt 1, Lebensfreude. Punkt 2, inneren Kraft. Und die innere Kraft gibt die eigene vier Wände, die zu Hause. Kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen ihren Kraft einsetzen für ihren Zuhause, weil sie etwas verschönern oder verbessern oder kann auch ein Umzug bedeuten. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen wichtig die Lebensfreude. Außer Arbeit und außer Pflicht gibt auch Spaß am Leben und das dürfen die Steinbockgeborenen gerade sich erlauben. Und es fühlt sich gut an und es gibt Kraft gerade für die Steinbockgeborenen. Bei Wassermanngeborenen ist wichtig die Liebe, Partnerschaft, obwohl heute Einschränkungen da sind und es ist etwas unangenehm, ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen schon Leichtigkeit spürbar ist bei den Wassermanngeborenen. Und in diesem Bereich bewegt sich unser Planet Erde und hat auch Einflüsse von außen, von anderen Sternen. Und es ist Glück und unsere Erde braucht auch viel Glück. Und es ist mal schön und angenehm. Für die Tierkreiszeichen Fischengeborene ist vieles hängt mit der Vergangenheit zusammen. Und das versuchen die Fischengeborenen in Ordnung bringen und das machen sie hervorragend. Alte Verletzungen werden beendet und kommt ein Neuanfang und das ist schön und angenehm, weil das kommt in Form und das fühlt sich heute sehr gut an. Bei den Gesprächen sollen die Fischengeborenen darauf achten, was ist gerade angebracht, auf anderen zuzugehen und den Kontakt pflegen. Oder eher zurückhaltend sein und abwarten, bis der Kontakt von anderen kommt. Das widerspricht sich ein bisschen, aber beide ist möglich, weil hier geht's gerade bei dieser rückläufigen Merkur um die Gespräche und das spiegelt etwas für die Fischengeborenen. Entweder sind Kontakte da von Vergangenheit und es wäre wichtig, die Verbindung wiederherstellen und da können die Fischengeborenen auch selbst etwas dafür tun. Oder kann auch bedeuten, diese Rückläufigkeit die Sprache zurückhalten und ist besser
schweigen. Also das kann auch passieren. Also die Fischengeborenen sollen das ganz, ganz feinfühlig abwiegen und sie können auf ihre inneren Stimme vertrauen, weil für die Fischengeborenen ist das die beste Ratgeber. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Heilprozess gerade da und auch Umbrüche, Veränderungen. Aber es hängt noch etwas mit zusammen mit der Vergangenheit und da braucht noch ein bisschen Heilung, also ein Rückblick in die Vergangenheit. Da ein bisschen noch aufräumen oder etwas noch überprüfen und erst dann dreht sich das alles und kommt ein Neuanfang, eine Verbesserung und Umbrüche und Veränderungen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.